Aha, hier. Mit Blick aufs Meer. Sehr gut. So. Ha, weiß nicht, ob das Kickstarter ist. Kenne mich da nicht aus. Nee, Kickstarter gibt es, glaube ich, nicht mehr. Es gibt irgendwas anderes. Du kriegst aber die Belohnungen, glaube ich, noch. Ne? So verschiedene Stufen, glaube ich. In Euro gibt's so gibt's das und das noch als diese Belohnungen, zum Beispiel, dass ein Nugget dann so heißt wie du oder sowas. Ich glaube, da war irgendwas. Das gibt's, glaube ich, noch. Bin mir nicht sicher. Das ist eine Alpha und kostet 40 Euro. Jo mai. Weiß ich nicht. Sehe ich ihn spannend. Da gibt's andere Spiele. Die kosten 60 Euro und kannst danach in die Tonne treten. Von daher. What? Was? Ich kann als Gott. Ich kann da. Cool. Ich bin im Tornado drin. Ja, geil. Oh Mann. Das tut weh. Da hat es mir eben mal den Bildschirm zerdeppert, weil vermutlich ist ein Stein rumgeflogen und hat mich erwischt. Das ist doof. Da gibt es übrigens auch was Neues. Es gibt ein Gebäude jetzt. Elo going for amusement. Sehr gut. So, Adahi, amusing. Okay, dann werden die wieder glücklich jetzt. Fantastisch. So muss das sein. Ja, was wollte ich sagen? Es gibt jetzt irgendwie auch so Notfallunterkünfte. Gibt's die schon? Das habe ich gesehen irgendwo. Stone Wood Refinery. Farm, Fishing Pier, Local Business. Bunker, genau, hier. Es gibt einen Bunker und da kann man dann praktisch die ganzen Nuggets kann man reinpacken, wenn zum Beispiel so eine Naturkatastrophe ist, wie beispielsweise dass jetzt diese Hurricane da kommt. Da kann man dann sicherstellen nämlich, dass die Nuggets da nicht sterben, sondern dass die halt alle dann einen Bunker Unterschlupf finden. Das ist sehr cool eigentlich. So, Fishing. Okay, wir brauchen uns noch wieder was zu essen nämlich. Fishing Pier. Es müsste bloß noch möglich sein, das zu bauen. Dann wäre das alles kein Problem. So, Fishing Pier. Zack. Ich baue dieses Mal vorsichtshalber mehr Fishing Piers einfach, dass wir schneller mehr Nahrung kriegen einfach. Zack. So. Dann erforschen wir mal die Farm auf jeden Fall. Weil mit der Farm können wir dann nämlich auch ganz entspannt hier Nahrung anbauen. Und dann verhungern wir auf jeden Fall nicht. Es ist Sommer gerade. Wir brauchen auf jeden Fall eine Farm, weil ansonsten verhungern wir. Also das ist das letzte Mal ja passiert, dass wir dann verhungert sind. Beziehungsweise alle Nuggets verhungert sind. Darum ist jetzt Rio 1... Farm bauen, und zwar viele Farms bauen, dann kriegen wir das auf jeden Fall auch hin. Dann sollte das kein großes Thema sein. Was ist das hier eigentlich? Lizard Candy, okay. Da ist noch so ein Amusement. So, going for amusement. Okay, da brauchen wir echt einen ganzen Haufen davon eigentlich. Ne? Boah, kannst du eigentlich... Das reicht nicht so wirklich, was wir da haben. Glaube ich. Ich weiß nicht, ob 3 Stück reichen für die Anzahl an Nuggets. Da müssen wir wohl noch ein bisschen wachsen. Ach ja, es gibt jetzt übrigens auch Baumstümpfe hier, das sieht man hier. Wenn man Baum fällt, dann bleiben die Baumstümpfe jetzt übrig. Das ist auch neu, das haben sie auch reingepatcht, die Entwickler. Was sehr cool ist, dann sieht das Ganze ein bisschen echter aus. Lizard Candy is complete. Geil. Okay, zum Glück, da braucht man keine Nuggets dafür, sondern das machen die einfach alles selber. Wir brauchen bloß noch einen weiteren Engineers-Hut, glaube ich.
Nein, hier. Zack, so. Weil ich glaube nicht, das Problem ist, dass das von der Kapazität hier nicht ausreicht. So, bauen wir da oben gleich noch einen hin. Und da unten würde ich auch noch einen hinbauen. Ich weiß nicht, ob das zu übertrieben ist mit den Engineers hat, aber das Problem ist, dass die Gebäude halt teilweise echt in einem schlechten Zustand sind. Und ich nicht weiß, wie halt das Verhältnis sein muss zwischen Anzahl Gebäude und Anzahl Engineers hat. Das kann ich nicht sagen. Aber, naja. Wenn man das Spiel öfter spielt, beziehungsweise mehr Erfahrungen sammelt, dann kommt man auch besser rein und kann darauf auch entsprechende Entscheidungen treffen. Die ist übrigens immer noch verletzt hier. Was nicht gut ist. Ist eigentlich schon mal jemand gestorben? Ich weiß es gar nicht. Ich sehe noch keine Leichen zumindest. New Nugget Adults müssen wir auch noch machen jetzt auf jeden Fall. Dass wir das erforschen. Also dass wir... Ich brauche unbedingt das Krankenhaus und vor allem die... Dass wir... Na? Dass wir die Leute auch begraben können einfach dann in Friedhof. Weil ansonsten hast du echt ein Problem, wenn dir hier die Leichen rumliegen, die Leute alle krank werden. Dann sterben sie halt auch alle. So. Picking up resources. So, wir haben nichts mehr zu... Wow. Ein Sandsturm. So. Ark ist in der Alpha und kostet 60 Euro. Ja, das stimmt. Da ist auch... Oh, ich sehe nichts mehr. Ich sehe nichts. Ah. Hidebacks Research has been completed. Okay. Was haben wir hier? Clothing. So, was haben wir hier? 12 Minuten kostet das. Brown Cox, an improvement to the water wheel. Okay. Acht Minuten, 12 Minuten. Oh Mann. Das ist echt schlimm. Das ist echt schlimm. Es dauert echt lange, bis wir die Sachen erforschen. Was okay ist, das Problem ist halt, dass uns halt die Nuggets dann, wenn die krank werden oder halt sterben sollten. Ja. Müssen wir gucken. Der Sandsturm könnte übrigens mal aufhören. Ich sehe nämlich nichts. Boah, ist das fies. Du siehst selbst als Gott siehst du nichts. So, Eatery ist ja fertig hier oben. Da packen wir jemanden rein. Zack. So, dann haben wir das. Dann haben wir den Nugget assigned. Sehr schön. Ist noch sonst irgendwas fertig? Nee, ne? So, der Sandsturm könnte im Übrigen mal wieder aufhören langsam. So, Agrartechnik haben wir fertiggestellt. Dann machen wir uns mal Clothing hier. Ah ne, Clothing können wir nicht. Können wir das hier bauen. Okay. So, halt, nein, weg. Hier Farm. Boah, ich sehe nichts. So. Grassland. Bauen wir da mal eine Farm hin? So. Dann hier eine Forest Farm und da oben bauen wir auch mal eine Farm hin. Zack. Nein, machen wir so rum. Zack. Gibt es eigentlich auch eine Farm für Wasser? Nee, ne? Water. Grassland. Die kann ich hier noch nicht bauen aus irgendwelchen Gründen. Man kann bestimmt auch die Farm irgendwann im Wasser bauen. Weil er switcht hier nämlich auf Water. Hier switcht er auf Mountain. Hm. Vielleicht muss er in der Nähe von einem Fluss dann irgendwann bauen. Ich weiß es nicht. Na egal. So. Also, schauen wir mal, dass wir das hinkriegen jetzt hier.
Die Fischerhütten brauchen alle noch. Da fehlt Holz jetzt jede Menge. So, die ist fertig. Dann packen wir da gleich mal ein Nugget rein. So. Ist noch eine Fischhütte fertig? Nee, ne? Construction complete. Stonehold Fishing Eatery. Da habe ich, glaube ich, jemanden assigned. Naja, Eatery, das passt. So, Fishing Pier. Okay. For they will soon adding new workers. Chahu und Dela have fallen in love. They will soon adding new workers to the civilization. Schön. Finde ich gut. So. Ein Nahrungsdingens haben wir noch. Der ist nicht gut. So, der ist immer noch verletzt hier. Okay, der fängt hoffentlich gleich das Fischen an. Engineers, ich glaube, ich habe zu viel gebaut wieder parallel. New Nugget Adults, geil. So, 34 Nuggets haben wir gerade. So, die Stümpfe, mit denen ich bald behandeln. Aber, naja, die verdurstet hier, schön. Haben wir genügend Brunnen überhaupt? Ja, Brunnen sollte reichen. Ich baue trotzdem lieber gleich noch ein paar mehr. Erstmal will ich jetzt aber die Farms und alles fertig haben. Wir brauchen echt Lebensmittel jetzt, weil wir haben nichts mehr zu essen. Einen Nachtisch haben wir gerade noch, das ist okay, aber sonst haben wir nichts mehr zu essen. Wir müssen mehr Wasser auf jeden Fall fördern. Weil unsere Zivilisation wächst und wächst und wächst und wächst. Wir müssen mal gucken, dass wir da jetzt hier die Leute weiterhin versorgt kriegen. So, Stonehut ist complete. Da fehlt jetzt Steinchen. Aber hier liegen noch genügend rum, zum Glück. Das sollte kein großes Thema werden. So, Fishing Piper complete. Geil, und hier gleich mal Nugget reinhängen. Zack. Dass wir Nahrung kriegen, ganz schnell. Ich glaube, ich wachse schon wieder viel zu schnell und viel zu unkontrolliert. Das ist, glaube ich, das Problem. Dass ich da einfach zu viel, immer zu schnell will und dann geht immer alles den Bach runter dann. Könnte ich mir vorstellen. So, now they can look forward to the hour-long honeymoon before getting back to work. Okay. Engineers, heißt, fehlen nämlich überall Ressourcen auch. Na, schauen wir mal. Achso, den Brunnen reparieren sie hier gerade. Gut, 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 gut. Naja. Chopping Wood. Ah ja, okay. Der will gar nicht angeln. Going to Fishing Hut. Achso, jetzt fängt er erstmal an zum Fishing Hut zu gehen. Oder hat er die Nahrung vorher abgeliefert? Man weiß es nicht. Ich hab keine Ahnung. Fish Population 3444. 3674. Okay. Ich mache auf jeden Fall die Farm jetzt bald mal fertig hier. Wir machen Priorisierung. Dass sie die Farm zuerst fertig bauen. So. Autosave successful. Oh Gott. Die verhungern hier alle schon. Schau mal. Hier unten sind alle schon am Verhungern. Das ist nicht gut. Das ist gar nicht gut. Die sterben jetzt alle nacheinander weg gleich. Oh Mann. Oh, es sind mehr verletzt jetzt gerade. Toll. Ja, die verhungern alle. Sogar der Fischermann verhungert gleich. Ach komm, nicht schon wieder. Das ist einfach, weil das viel zu lange, gedauert hat, bis wir die Fischerhütten alles dann gebaut hatten. Beziehungsweise bis wir dann die Farm hatten. Das hat viel zu lange gedauert wieder. Das muss ich das nächste Mal anders machen. Ich muss irgendwie schauen, dass wir die Farm sofort priorisieren dann. So, Engineer's Hut is fully operational.
Ja, schön, dass du die Karte umdrehst, du Vogel. Das wollte ich nicht. So. Storage Area is complete. Downhut complete. Okay. Construction complete. Was ist complete? Fishing Pipe, okay. So. So, Round Cox. Forschung abgeschlossen. Hier, Friedhof. Brauchen wir. Weil wir jetzt gleich einen ganzen Haufen Leute sterben werden. Fishing Pipe, complete. So. Mal gucken, vielleicht kriegen wir das ja echt hin mit Dingens hier. Mit der Forschung. Okay, die sind verletzt. Das können wir nicht erforschen hier. Bad Drinking Water Disease Resistance, Corpse Disease Resistance. Okay, erforschen wir das hier mal. Dew Forecasting, okay, Traditional Healing, Clothing. Naja, die werden jetzt eh gleich alle sterben. Da, die verhungern nämlich alle gerade hier. So, was macht er gerade? We are all dying from starvation. Ja. Going to fishing hut. Okay. Also die werden alle verhungern. Das Thema ist, glaube ich, durch. Also die Runde ist, glaube ich, erledigt. Mal wieder, weil die werden jetzt alle gleich sterben. Die sind nämlich fast alle im Verhungern hier. Was für ein Abfall. Nicht schon wieder. Ich bin kein guter Gott. Das möchte ich mal ganz kurz betonen. Der ein oder andere wird das bestimmt schon festgestellt haben. So. Hells. Die Hells müsste nämlich nach unten gehen, nämlich. Genau, die Hells geht nämlich nach unten, weil sie am Verhungern sind und irgendwann sterben sie dann. Sehe ich das hier eigentlich? Hells, ja, 52. Also, es sieht noch einigermaßen okay aus, aber es dürfte gleich vorbei sein. Mal gucken, vielleicht können die Fischerleute ja ein bisschen was reißen jetzt noch. Ich hoffe, die Farm ist jetzt gleich mal fertig. 65%, wir brauchen unbedingt jetzt die Farms fertig. Dass wir endlich mal genügend Essen wieder haben. Ein Essen haben wir gerade fertig. Mann, 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 Mann. Kommt, fischt schneller, meine Freunde. Wir müssen viel mehr fischen jetzt. So, Farm ist fertig. Geil. Dann hier gleich mal assignen. Chose Crop. Farm Grassland. Okay. This crop expect the growth speed. It can vary depending on the biome the farm is built within. The amount of food. 6 Minuten. Grassland. 16 Minuten. Wir machen jetzt erstmal das Kleine hier. Wir machen das hier. Achso, Moment, warte mal. Das baut jetzt hier gerade, ne? Okay, ja, genau. Es ging ja endlos irgendwie weiter. Dann fängt das hier an. Okay, hier, das muss auch mal fertig gebaut werden. So, Spiel speichert, sehr gut. Superman? Bist du's? Superman und Supergirl fliegen hier gerade rum. Was? warum? Warum können die fliegen? With the lakes freezing over, the fishing season is coming to an end. Seafood lovers everywhere shed a silent tear. Toll, der Winter ist da. Das ist nicht gut. Kann mir einer erklären, warum meine Nuggets hier alle fliegen plötzlich? Warum fliegen die? Ich glaube, das ist ein Bug. Kann das sein? Das ist, glaube ich, so nicht gewollt.
Going to amusement. Du sollst dich nicht amüsieren. Du sollst endlich in die Farm gehen. Toll. Ja, das Problem ist, ich habe jetzt ein kleines Problem, weil jetzt gehen die ganzen Leute... Jetzt haben wir gar keine Nahrungszufuhr mehr. Fixing a building. Wir haben gar keine Nahrungszufuhr mehr jetzt und... Ja. Der Farmer amüsiert sich jetzt lieber, anstatt die blöden Sachen anzubauen. Ach komm, Ximba, jetzt komm doch mal rüber hier. Das ist doch nicht dein Ernst. Weißt du, alle Leute sterben hier gerade vor Hunger. Die verhungern hier alle. Und der ist so, ja, ich amüsiere mich jetzt erst mal ein bisschen. Ich lache jetzt einfach schön und dann gehe ich einfach sterben danach. Elu. So, doing nothing. Jetzt geht eine Form. Mann, im Winter Sachen abbauen. Was soll er denn anbauen? Ja, der ist... Keine Ahnung. Winterdinger, irgendwas, ist mir völlig egal, aber ich brauche Nahrung. Meine ganzen Leute hier verrecken mir gleich. Das Blöde ist echt, dass jetzt Winter ist, dass die Fishing-Saison zu Ende ist. Construction of Farm is complete. Geil. Gleich den nächsten hier reinschmeißen. Ich brauche unbedingt jetzt... Picking up resources. Zack, komm her. Chose crop. Forest. Enjoy the Archon. Wrong Season. Biome Forest. Ach ja, ich kann das hier in der Season nicht anbauen, oder was? Grassland. Wrong Season. Ah ja, schön. Sword Scrub based on the current water requirement. Herbs. Mountain. Desert. Wrong Biome. That indicates the amount of water crops require. Wrong biome. Ja, ist ja okay. Forest. Ist mir egal. Bau's an. Bau's an. The research for ancient burial has... Okay, wir können jetzt wenigstens einen Friedhof bauen. Dann schnell noch ein Krankenhaus hinterher. Zack. Den Friedhof. Wo bauen wir den hin? Den bauen ein bisschen abseits. Warehouse, Reservoir. Funeral Hype. Okay. So, das bauen wir da hinten hin. Zack. Ist, glaube ich, der Infection Radius, glaube ich. Cemetery. Friedhof. Nicht den hinten reinbauen, ja, ne? Mal so ein schönes, so einen schönen Waldfriedhof einfach. Den bauen wir da hinten hin. Das heißt, hier hinten in dem Gebiet ist jetzt tote Zone einfach. Da bauen wir nichts hin. Weil ich hätte gern alles im Friedhof dann. Jeremy, ja, viel zu teuer. Das Einzige, was in A geil ist, man kann eine Mod installieren, der die Dinos wie Pokémons aussehen lässt. Das war's aber schon. Ich fand Arc eigentlich ganz witzig. Es fehlt halt aber irgendwie nur ein bisschen was, finde ich. So, no farmer present. Doing nothing. Klar, mach gar nichts. Ist ganz wichtig. So, no farmer present. Iron Stomachs. Research completed. Okay. Was haben wir hier? Food preservation. A nugget happened to leave a piece of fruit out in the sun one day, causing it to dry up. He wasn't the brightest of nuggets, so of course he decided to eat it anyway. Only to discover that it didn't taste like it was rotten at all. This led to experimentation, and now nuggets are able to preserve the food so it lasts much longer in storage. Okay. So. So, okay, Moment. Geht mal weg hier alle. Okay. Und dann auf ins Universum.
Allons-y! Hier. So, die Leichen gleich mal entsorgen. Yumi has departed as well due to there is no oxygen in space. Nuggets have died. Workers have died and been replaced. Toll, jetzt sterben sie uns alle weg. Nun sterben sie uns alle weg. Du da, du da. Hallo? So, Halumba died. So, ich muss die leider nur entsorgen, weil ansonsten verrotten die nämlich. Und das ist nicht gut. So. So. Die ist auch verhungert. So. Und raus in Weltraum mit dir. Bis zur Unendlichkeit. Und noch viel weiter. Ich bin ein ganz mieser Gott. Xichi has died. No oxygen in space. Toll, der Farmer ist tot. Schön. Wieso kletterst du die auf den Berg? Komm her. Hallo? Kann ich dich? Ah, hier geht doch. So. Und dann. Allons-y! Njong. Im Weltraum beerdigt zu werden, ist doch voll nice. Ja, das stimmt auch wieder. So, und Megaboni. Hallo, grüß dich. Schön, dass du da bist. So, Xichi has died. Chapa has died. Ah, die liegt hier noch irgendwo offensichtlich. Ich glaube, ich habe jetzt zwei hier gerade. Ups. Ups. Ich glaube, die ist tot hier. Das ist die Tote hier. Hallo? Ah, ich glaube, das Spiel ist abgeschmiert. Ja, ich glaube, das Spiel ist gerade abgeschmiert. Ja, Universum regiert nicht. Schön. Das Spiel mag mich nicht mehr. Okay. Für YouTube ist ein kurzer Cut. Wir sehen uns gleich wieder. Bis gleich. Tschüss. Oh, ist das nervig. Das ist gar nicht mal nervig gerade. Und damit hallo und willkommen zurück in Richtung YouTube. Wir sind wieder hier gerade. So. Schönen guten Tag, Herr Lord. Yannick, hallo, grüß dich. Schön, dass du da bist. Ja, so, das Spiel ist gerade abgeschmiert. Und ja, jetzt geht's wieder weiter, hoffentlich. So, bumm. So, auf in den Weltraum. Jetzt muss ich bloß gucken. It was true challenge to see Yumba go. Where they're doing such a good job at a fishing pier. At least Yumba was around to take over. Okay, einer ist gestorben, die haben wir entsorgt. Und jetzt geht's hoffentlich weiter. Mal gucken, Winter ist immer noch da. Workers have died. Schön. Da verrecken sie alle jetzt. Hat. Ambo has passed. Zack. Und schau, wir beerdigen dich in der Sonne, so wie es gehört. Oder auch nicht. Ahem. So. Ambo, Jumha, Halmbu, wo ist der? Wo ist die Leiche von dem? Turns out Ambo wasn't napping. Ja, wo ist der denn? Ich würde ihn gern beseitigen. Ich finde ihn nur nicht. Habe ich den Friedhof eigentlich schon gebaut jetzt hier in dem Safe Game?
Ah, ich bin aus Versehen jetzt hier rausgeflogen aus dem Spiel. Hab mal rausgetappt. So. Okay, also Dingens haben wir. Nuggets have died. Das Problem ist... Kelo, wo ist der? Kelo ist da. So. Vielleicht schaffe ich es mal, dich in die Sonne zu schießen. Na komm. Auf in die Unendlichkeit des Universums. Naja, schauen wir mal. So, Jumha died due to hunger. Schön. Der nächste Tod. Wo denn? Das ist krass, ich finde die manchmal nicht. Also manchmal nervt mich das ein bisschen, dass der manchmal so wegpusht einfach immer. Obwohl ich das gar nicht will. Ich will nicht, dass der wegpusht. Bleib doch mal, lass mich in Ruhe. So. Workers have died and been replaced. Ja, toll. Ihr verrecken halt alle. Das ist halt unfassbar. Toll, der Farmer ist auch tot. Schön. Ach, hier liegt er gerade. Ja. Ich glaube, die Runde kann ich vergessen. Also das ist... das ist echt dämlich. Weil ich es halt nicht rechtzeitig... Ich schaffe es immer nicht rechtzeitig, die Forschung so zu bauen, dass ich die halt... dass die halt überleben. Das ist immer das Hauptproblem eigentlich. So, Fishing Pier, schau. Ich habe keine Ahnung, ob ich die alle... Das ist das Hauptproblem. Ich schaffe es immer nie rechtzeitig, die Sachen zu erforschen, dass die halt dann hier die Sachen anbauen können. Und ja. Da muss ich Moving to Farm. Ich muss das künftig irgendwie ein bisschen besser machen. Ich weiß nur nicht. Ich weiß nur echt nicht wie. Weil du kannst ja nicht die Forschung, kannst ja auch nicht irgendwie jetzt sagen, priorisiere ich mal oder so, sondern du kriegst die halt irgendwie zugewiesen, die Forschung. Dann erforscht du das, dann kriegst du die Fischhütten und so weiter. Naja, doing nothing. Ah ja. Ach klar, ist ja auch Winter. Kannst ja nicht fischen. Ich hätte vielleicht zuerst die Farm erforschen sollen und dann die Fischhütten. Ich glaube, das wäre intelligenter gewesen. Ging das überhaupt? Habe ich die Farm vor der Fischhütte... hätte ich es vorher machen können? Ich weiß es nicht. So. Also wir könnten jetzt auch ein Krankenhaus bauen, was ja toll ist. Hier, Hospital können wir bauen. Hier bauen wir so ein Waldhospital einfach, so ein Waldkrankenhaus. Und oben bauen wir auch noch ein Krankenhaus hin. Achso, Saving. Bauen wir hier noch ein Krankenhaus hin, neben die Farm einfach. Hier, zack. Hier habe ich noch nicht mal ein Nugget hinzugewiesen. Was haben wir hier? Grassland. So, was? So, wrong season. Ist mir egal. Mach einfach. Einfach anbauen. Ich hoffe, der Winter ist bald vorbei. Das wäre echt schön. So, uhu. Final Breath. Das ist toll, dass sie noch zucken einfach, auch wenn die tot sind, dass sie sich noch bewegen dann, wenn es sie so angrabst. So, Adahi slipped away. Gibt's nicht mehr. Uhu, gibt's auch nicht mehr. Naja, 20 Nuggets haben wir noch. So. Due to no oxygen in space. Ja, ja. Schöne Geschichte. Doing nothing. Ich glaube, der Winter ist aber gleich vorbei. Mal gucken, vielleicht holen wir uns noch. Lol, du baust eine blutige Durchfallfrucht an. Was? Bloody der Hefruit. Ja, mache ich. Die sind sehr gesund. So, Chulu. Final Breath. Die Leiche liegt nur nicht hier rum. Die saufen, glaube ich, dann immer ab. Ich habe keinen Schimmer. Wo auch immer die sterben. So, Chulo. Got fired. Xihu.
Naja, was soll's. Extra für dich, Cooper. Ja, ich merk schon. 19 Nuggets noch. So, verhungern. Ja, komm, verhungert mir alle. Achso, die ist infiziert hier jetzt. So, workers have died. Aha, died. Hallo? Ich glaube, das Spiel ist wieder abgeschmiert. Ja, das Spiel ist wieder abgeschmiert. Okay. Ich glaube, das Spiel kommt irgendwie gerade nicht mehr klar mit den ganzen Änderungen. Nee, ist abgeschmiert. Schade. Nee, das Spiel hat sich wieder verabschiedet. Ach ja. Ein Träumchen. Aber ist ja noch Alpha und so weiter. Ja, ich würde sagen, dann mache ich mit Universum. Ich mache ja einfach den Cut. Das bringt so nicht mehr wirklich was. Es kamen ein paar Sachen kamen dazu. Was sehr cool ist. Aber ja, geht gerade hier nicht weiter. Ist bestimmt, weil du ständig die Leichen rausschießt. Ja, vielleicht. Ich weiß es nicht. Mal gucken. Wenn wir die nächste Runde machen, werden wir Anfang September dann machen. Mit dem nächsten Update. Es kommt ja jeden Monat ein Update raus. Das heißt, da gucken wir es uns dann wieder an. Und dann schauen wir mal, dass wir da vielleicht, ja, dann ein bisschen intelligenter arbeiten. Vielleicht mal die Farm vorher bauen. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall Autosave. Sehr geiles Feature. Das mit dem Crash. Keine Ahnung. Mal gucken, vielleicht liegt es auch daran, dass wir zu groß sind, dass ich wirklich die Leute vielleicht aus uns allen immer rausschieße. Einfach, ich habe keine Ahnung. Lass ich mich überraschen. Für YouTube ist dann hier auf jeden Fall der Cut. Das heißt, ich sage vielen Dank fürs Zuschauen, danke fürs Dabeisein. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss.